Hallo, mein Name ist Nina Rieke und ich bin Executive Strategy Director bei DDB Tribal und damit dort fürs Planning verantwortlich. Ich würde euch gerne einiges über das Handwerkszeug im Planning erzählen. Planning ist nicht in erster Linie eine Agenturdisziplin oder Zauberwerk, sondern vor allen Dingen ist es eine Art zu denken und ganz, ganz viel Handwerk. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, Planning is creative thinking based on information. Dieser Mann war Stanley Pollitt. Er ist einer der Begründer des Plannings in den 60er Jahren in England gewesen. Und genau darum soll es gehen, um Informationen, die uns auf inspirierende Gedanken bringen. Was sind das für Informationen, die wir denn da suchen? Das sind vor allen Dingen Informationen zu Marke und Produkt, zum Wettbewerb und zum Markt und natürlich zur Zielgruppe und dem Kontext, in dem sie lebt. Irgendwo zwischen diesen Eckpfeilern liegt genau die Information begraben, die ihr sucht, wenn ihr eine Botschaft für einen Creative Brief formulieren wollt oder zum Beispiel eine Marke definieren möchtet. Fangen wir beim Produkt an. Dabei gilt die Devise, ausprobieren ist immer besser, als nur darüber zu lesen. Das heißt, lest alle Informationen, die ihr dazu bekommen könnt und dann probiert das Produkt selber aus und sammelt eigene Erfahrungen damit. Nur so könnt ihr verstehen, was Menschen tatsächlich daran faszinieren kann. Dann erfahrt alles über die Marke, denn häufig sind Marke und Produkt ja nun nicht eins. Bei Marken gibt es viele spannende Dinge zu entdecken, zum Beispiel die Historie, die Geschichte der Marke. Schaut einmal, was ihr darüber erfahren könnt. Vieles lässt sich zum Beispiel reaktivieren und kann spannende neue Informationen zutage bringen. Ganz pragmatisch, schaut doch auch, was der Kunde hat, denn häufig gibt es da viele Informationen über die Marke, die ihr noch nicht kennt. Ein Markenmodell, eine Positionierung kann euch klare Hinweise geben, wohin die Reise gehen soll. Gibt es das nicht, dann überlegt euch selber, wofür die Marke denn steht und entwickelt eure eigene Positionierung. Wie ihr das machen könnt, zum Beispiel indem ihr euch damit beschäftigt und fragt, welche Persönlichkeit hat denn die Marke, für welche Werte steht sie. Ein Weg, um das zu tun, das sind zum Beispiel Archetypen. Was sind Archetypen? Archetypen beschreiben Marken wie eine Person. Sie beziehen sich dabei auf die Urbilder in unserem kollektiven Unbewussten. Das Ganze geht auf die analytische Psychologie nach C.G. Jung zurück. Und wenn wir uns einmal beispielhaft angucken, wo wir Archetypen finden, dann zum Beispiel in Sagen oder Märchen. Wir alle kennen die Heldengestalten, den Zauberer aus den Märchen zum Beispiel. Wenn wir das auf Marken transferieren, dann können wir zum Beispiel feststellen, dass eine Marke wie Fanta dem Clown entspricht, eine Marke wie Nivea zum Beispiel sehr, sehr mütterlich ist und Nike zum Beispiel den archetypischen Helden darstellt. Das kann man schon am Markenclaim sehen, der mit Just Do It eine sehr heldenhafte Aufforderung darstellt. Jetzt wissen wir ganz viel über die Marke. Jetzt geht es darum zu gucken, wo sind ihre Stärken? Wo sind ihre Stärken auch im Vergleich zum Wettbewerb? Schauen wir uns also den Wettbewerb an. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr nicht nur in eure eigenen Kategorie schaut, sondern auch den Blick über den Tellerrand wagt. Beschäftige ich mich zum Beispiel mit Limonaden, da muss ich auch wissen, was machen denn Wassermarken zum Beispiel? Und dann frage ich mich hier, wie differenziert sich meine Marke? Wo ist sie anders? Was kann sie besser? Wo bricht sie vielleicht auch die Regeln, die in dieser Kategorie, in ihrem Umfeld herrschen? Und ganz wichtig, nicht nur wo differenziert sie sich, sondern was ist tatsächlich relevant für die Menschen, mit denen wir sprechen wollen? Wenn ich all das weiß, dann ist es vor allen Dingen wesentlich, dass ich jetzt gucke, wie kann ich relevant sein für die Menschen, mit denen ich denn sprechen möchte? Menschen sind mehr als die demografischen Daten einer Zielgruppe. Das heißt, ihr müsst euch ganz klar damit beschäftigen, was ihre Werte, ihre Einstellungen und ihre Motive sind. Es geht dabei vor allen Dingen um psychologische Empathie und nicht um quantitative Korrektheit. Ganz egal, ob ihr nachher daraus ein Sinusmilieu formen wollt, um die Zielgruppe zu beschreiben oder eine einzelne Persona darstellen möchtet, die prototypisch die ganze Zielgruppe charakterisieren soll. Und nicht zuletzt, Menschen leben in einem kulturellen Kontext und den müsst ihr kennen. Viele Marken schaffen es heute, sich sehr geschickt auf kulturelle Spannungsfelder aufzusetzen und die mit ihrer Marke zu nutzen. Also beschäftigt euch mit den Phänomenen, die es im Markt gibt, die Trends, die Entwicklungen, das, was an Strömung da ist und schaut, was ihr daraus für eure Marke verwenden könnt. Jetzt wissen wir, wonach wir suchen. Fragen wir uns aber natürlich, wo wir all diese Informationen finden. Und irgendwo auf dieser Plattform gibt es bestimmt einen Beitrag, der sich alleine mit Informationsquellen beschäftigt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wo es sich lohnt, am Anfang zu gucken. Da sind zum Beispiel die Kundenunterlagen. Einiges habt ihr sicherlich mit dem Briefing bekommen. Häufig lohnt es sich, nochmal nachzufragen, zum Beispiel in der Marktforschung auf Kundenseite. Dann habt ihr noch euch selbst. Hört in euch selber rein und das, was ich schon zum Thema Produkterfahrung gesagt habe, gilt generell. Versetzt euch in die Zielgruppenperspektive und schaut, was ihr selber an Erfahrung machen könnt. Und dann forscht weiter. Es gibt unglaublich viele Quellen, wo ihr bestehende Informationen herbekommen könnt.
Da sind zum Beispiel Verlage. Es gibt heute nicht mehr so viele Studien bei Verlagen wie noch vor vielen Jahren. Aber Gruner und Jahr, Burda und Bauer haben immer noch sehr, sehr viele Sachen zu den unterschiedlichsten Themenfeldern, die euch weiterhelfen können. Wenn ihr da nicht weiterkommt, dann guckt nochmal in der VA, in der Verbraucheranalyse oder zum Beispiel in der Typologie der Wünsche. Die ist zwar heute kostenpflichtig, aber es lohnt sich auch da, noch nach quantitativen Daten zu suchen. Wenn ihr all das getan habt, könnt ihr weiterschauen. Online gibt es unglaublich viele Quellen. Google Insights for Search ist nur eine davon. Wichtig ist, dass ihr euch ein eigenes System anlegt, nach dem ihr eure Quellen sortiert, bookmarkt und auch immer wieder finden könnt. Lange Zeit war Delicious dafür ein sehr, sehr gutes Tool. Online ist das Stichwort, da kann man unglaublich viel selber forschen. Wenn ihr eine eigene Umfrage machen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem SurveyMonkey tun. Da könnt ihr einen eigenen Fragebogen entwickeln, den online stellen und an eine ausgewählte Anzahl von Menschen weiterversenden. Wenn ihr weiter qualitativ forschen möchtet, dann führt Einzelinterviews und Expertengespräche, macht eine Fokusgruppe oder teilnehmende Beobachtung, indem ihr Menschen in ihrem Alltag begleitet und seht, wie sie mit einer Marke oder einem Produkt umgehen. Wichtig dabei ist, dass die Menschen, mit denen ihr euch beschäftigt, eine echte Nähe zum Thema haben und nicht aus Marktforschung oder Werbung kommen. Als Planner-Trüffelschwein habt ihr jetzt unglaublich viele Informationen gesammelt. Aber nicht jede dieser Informationen ist auch ein echter Insight. Ihr müsst also gucken, wo ihr wirklich kreatives Denken auf Basis der vorhandenen Informationen machen könnt. Es ist dabei wie mit einem Puzzle. Nur leider kennt ihr das Bild noch nicht, was ihr zusammenpuzzelt, und auch nicht alle Teile, die auf dem Tisch liegen, werden euch helfen, dieses Bild zu formen. Das heißt also, lest gründlich und dann grenzt ein und trennt euch von den Dingen und werft weg, was euch nichts wirklich Interessantes und nichts wirklich Neues im Sinne der Zielsetzung erzählt. Und denkt immer daran, ihr habt ein bestimmtes Ziel, eine Geschichte, die ihr erzählen möchtet. Ihr habt Informationen, die alle haben, und ihr müsst einen neuen Blick, eine neue Sichtweise auf die Informationen finden, die auf dem Tisch liegen. Ihr seht das, was alle sehen, aber ihr denkt etwas Neues, was vor euch noch keiner gedacht hat. Das wird euch dabei helfen, genau das Nugget zu finden, was als Sprungbrett für eure Strategie dienen kann. Dabei ist es wichtig, dass das, auf das ihr aufbaut, eine Wahrheit ist, dass es einfach ist, dass es klar und verständlich ist, aber noch viel wichtiger ist, dass es wirklich interessant ist. Das ist ein erster Einblick ins Handwerkszeug der Planner gewesen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Arbeit. Ganz egal, ob ihr das intuitiv und aus dem Bauch raus macht oder so strukturiert und analytisch vorgeht, wie hier beschrieben.